Auf jeden Fall werde ich am Ende vom Video noch die Gewinner vom letzten Gewinnspiel auflösen. Und ja, jetzt los geht's mit dem Video. Hier könnt ihr erstmal den Shop sehen. Es gibt einen neuen Emote, Siegerehrung. Auf jeden Fall werde ich euch heute wieder meinen ganzen Spin zeigen und meine neuen Einstellungen. Ich habe ja so ein Video schon mal gemacht, aber vor 3 Monaten. Also es hat sich vieles geändert und es sind auch viele neue Sachen dazu gekommen. Ja, ich würde sagen, ich fange erstmal bei, wie heißt das denn? Kontenstreifen an. Halt, ich weiß gar nicht, weil ich das alles habe. Ja, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das überhaupt jemanden interessiert. Ich mache einfach mal weiter mit den Hängegleitern. Ja, keine Ahnung, ich habe eigentlich nur Battle Pass Gleiter und halt die, die man in jeder Season für Siege bekommt. Ja, ich spiele eigentlich nur den Galaxy Gleiter oder den Regenschirm. So, dann geht's weiter mit den Spitzhacken. Ich fange mal ganz unten an. So, einmal die hier. Ich kann mich irgendwie nicht mehr erinnern, dass ich die gekauft habe. Dann die. Dann der Eiszapfen. Fand ich am Anfang richtig geil, aber irgendwie finde ich die ein bisschen zu groß. Aber ist ganz okay. Dann die da. Ja, ist auch ganz nice. Dann die Sense. Am Anfang, als ich sie mir geholt habe, war das auf jeden Fall meine Lieblingsspitzhacke, aber irgendwie finde ich die ein bisschen zu laut. Also ja, auf Dauer nervt mich irgendwie der Sound ein bisschen. Dann die da, das war von diesem Frost-Starter-Paket. Okay. Die Hacke habe ich mir aus Versehen geholt. Die ist vom zweiten Twitch Prime Skin, glaube ich. Das da ist die vom Skull Trooper. Ja, ist ganz okay. Da die Quietscherhacke. Die Hacke ist auch eigentlich richtig geil. So, dann hier meine Favoriten. Einmal die hier, das ist die Spitzhacke von diesem Nvidia-Set. Von diesem GeForce-Bundle. Hier der Sound. Dann Eisbrecher. Dann Spektralhacke. Auf jeden Fall eine der geilsten Hacken. Dann die beschlagene Hacke, habe ich mir vorhin im Shop geholt. Finde ich auf jeden Fall richtig geil. Die ist auch mega leise. Hier der Sound. Dann Zuckerhacke. Musste man sich einfach holen. Dann hier die Galaxy-Hacke. Auch richtig geil. Dann die hier, Brenner. Das ist die vom Zenith-Skin, die man, glaube ich, bei 300.000 EP bekommt. Ja, dann würde ich sagen, als nächstes die Backpacks. Ich fange wieder ganz unten an. Pfadranzen. Keine Ahnung, wo ich den habe. Hier auf jeden Fall einer meiner hässlichsten Backpacks. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir überhaupt den Skin dazu geholt habe. Aber ja, zu den Skins komme ich eh gleich. Dann hier der Mires. Dann hier die Flügel. Keine Ahnung, muss man sich einfach gekauft haben, wobei ich die auch nicht mehr oft spiele. Der ist von Rette die Welt. Der da leuchtet, wenn man Kills macht. So, dann hier vom Frostpaket vom neuen. Die Flügel. Und das Schild. Keine Ahnung warum, aber das ist irgendwie viel zu groß. Also im Gegensatz zum normalen Ritterschild ist das da irgendwie mega groß. Dann Eismantel. Das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsbackpacks. Galaxy. Dann das Schwert, finde ich richtig geil, passt eigentlich zu fast allem. Dann schwarzes Ritterschild, auch mega nice. Dieser Omen-Umhang, die Schleife. Und das ist auch noch von diesem Frostpaket, auch mega nice. Dann als nächstes meine Skins. Ich gehe die jetzt einfach schnell durch, zu manchen sage ich was. Der war bei den Football-Skins dabei, die Schiedsrichterin. Glühwein-Agentin. Der, keine Ahnung, warum ich mir den geholt habe. Aus dem Season 2 Battle Pass. Die habe ich mir, glaube ich, vorgestern im Shop geholt. Ja, auch mega geiler Skin.
Waffenexpertin. Dann hier der Reflex-Skin. Das ist dieser seltene Skin. So, finde ich auch mega nice. Die Zoe. Das ist der zweite Twitch Prime Skin. Rock. Das ist auf jeden Fall einer meiner hässlichsten Skins. keine Ahnung, warum ich mir den geholt habe. Ich habe den bis jetzt nur ein, zwei Mal gespielt. Ich mag den gar nicht. Dann hier der Lama-Skin. So, hier der Galaxy-Skin. Ja. Hier. Bester Skin. hier der Zenith-Skin. Ja. Ja, der schwarze Ritter, das müsste eigentlich mein seltenster Skin sein. Ja, einfach und rette die Welt ist die. Dann hier von diesem Frost-Paket. Dann hier der Eiskönig. Ja, rette die Welt. Die finde ich auch mega nice. Der ist auch von diesem Frost-Paket. So, und jetzt hier meine Favoriten-Skins. Das sind nur Frauen-Skins. Keine Ahnung, ich mag halt Frauen-Skins irgendwie am meisten. Einmal hier die Dschungelsperrin. Dann hier die Spielmacherin. Auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Skins, genauso wie hier Shell Ranger. Dann Dark Bomber, die Skifahrerin. Und hier die Lebkuchenfrau, die ja vor 2 Tagen, glaube ich, wieder in den Shop gekommen ist. Ja, die spiele ich gerade fast nur noch. Finde ich auf jeden Fall richtig geil. Hier die eisige rote Ritterin. Ja, finde ich auch ganz geil. Dann als nächstes meine Emotes. Ich gehe jetzt einfach mal schnell von oben durch. Okay, reicht auch. Dann hier die Lackierungen. Ja, das sind die alle aus dem Battle Pass. Ah ja, dann noch meine Einstellungen. Einmal hier 075075, dann fürs Aim 030045. Keine Ahnung, da habe ich einfach irgendwas genommen. Und hier fürs Bauen. Ups. Ja, 1,55 auf jeden Fall. So, das war's auch schon mit dem Video über meinen Spind und meine Settings. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ne? Dann hier die 3 Gewinner vom Gewinnspiel. Einmal hier, hier und hier. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.